Daniel. Benson. Thank you for coming so quickly. When the boss says jump, you jump. What can I do for you, sir? Just this. Sie sehen ja ziemlich fertig aus. Wer sind Sie? Goran Duric. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ich hätte mehr Eindruck hinterlassen. Wie lange dauert es noch, bis Ihr Vater seinen Verstand verliert? Oh, ich kann Sie trösten. Sie werden es nicht miterleben. Warum tust du das? Warum, ha? Warum? Es gibt da etwas, das wichtiger ist als Geld. Zeit, Herr Renner. Ein Luxus, den Sie nicht mehr haben. Bei meinem Vater war es Lungenkrebs. 6 Monate. Hätte ich noch mit ihm gehabt. Aber die haben Sie mir weggenommen, Herr Renner. Ihr Vater geht zugrunde. Und Sie werden nicht bei ihm sein, wenn er stirbt. Bodychecker! It's a connected world. Hashtag here, hashtag there. Everything is changing very fast. So fast that I'm even wondering whether I still have your attention or if you are already staring at another screen. Was willst du jetzt machen, hä? Mich erschießen? Dafür hättest du Dunja nicht opfern müssen, du Wichser. Dunja hast du ermordet, nicht ich. Ihr habt mir die scheiß Drogen verabreicht. Das spielt keine Rolle mehr. Alle haben das Video gesehen. Bring dich vor Gericht. Und danach gehst du zurück in den Knast. Keiner kann dich jetzt noch retten. Nein! Nein! Was? Wo hast du das her? Mr. Gershwin hat's an Deck gefunden. Nachdem du dich mit meinem Mann geprügelt hast. Worüber habt ihr gestritten? Was hast du mit ihm gemacht? Anjali, warte. Ich kann dir alles erklären. Ich weiß, worum es ging. Du warst eifersüchtig. Weil ich ihn geliebt habe und nicht dich. Ja, es ging um dich. Wir waren beide betrunken und hatten gestritten und dann... Stimmt es also? Du hast ihn von Bord gestoßen? Anjali, bitte, glaube mir, es war ein Unfall, bitte. Finger weg. Berühm das Veto. Pozritat. While you're staring at that screen, that reminds me of a TV show from the 80s. There's this guy with chest hair and a car. The guy talks to his car, and the car understands him. How crazy was that? Well, at least back then.
ready for action. Are you?